8:27 Uhr, guten Morgen aus Hamburg, 14. April 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Breakout Trade vor. Wir haben kein Hedge, wir haben alles in den Gewinn gebracht. So, was haben wir hier? Auf der rechten Seite sehen wir wie immer, rechte Seite bedeutet rechter Chart. Wir sind bei 15.274. Das heißt, wir würden erst einmal hier oben ganz vorsichtig die Big Number mal avisieren. Das würde bedeuten, wenn der Markt in diese Falle reinläuft, würden wir bei 15.292 Short gehen. Das heißt, diese Bewegung, er muss rein und dann wieder raus oder bei 15.307 Long gehen. Wir haben ein kleines Gap von sage und schreibe 20 Zählern. Ansonsten wäre dann die andere Big Number hier unten. Wir blicken jetzt aber auf den rechten Chart, denn da ist besonders, da haben wir nämlich die Blue Boxen, die sich entfalten, wenn der Markt in einer ja ausgeglichenen Situation sich befindet. Wir schauen uns mal die Blue Boxen von gestern an. 22er, das waren alles in den späten Abend. Hier war eine 26er, die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Eine 30er ist sauber in den Gewinn gelaufen und hier sehen wir die 11er. Hätte man alles sehr schön traden können. Wir haben ja gestern auch einige Boxen getradet und unter anderem auch die Blue Boxen 26, 23er hier. Also nach wie vor die Blue Boxen mit einer hohen Signalgüte. Kommen wir zu den Vola Boxen. Das sind die grünen Boxen, da wo sich Käufer und Verkäufer nicht einig werden, ähnlich wie aktuell die Kanzlerfrage bei der CDU und CSU. Ja, hier sehen wir, der Markt ist rein, wieder raus, da rein. Ja, also wir haben gestern auch mit der Vola-Boxen Hedge aufgelöst, trotz der geringen Volatilität. Bleiben wir mal und messen mal kurz ab, wie viel Bewegung wir denn gestern tatsächlich hatten. 100 Zähler. Wir hatten vor den Tag davor 80 und das unterstützt auch hier wieder die These, wenn wir in Richtung All-Time-High sind, dass der Markt dünner wird, dass die Luft dünner wird. Ja, bin gespannt. Und deswegen, wir schauen jetzt mal auf die größeren Zeitebenen und fangen heute an mit, wo habe ich den denn? Na, da müssen wir ganz neuen Chart öffnen, kein Problem. Fangen heute an mit Gold. Der ist als erstes hier bei mir zu sehen. Das ist der normale Chart. Wir gehen auf den Daily Chart, gehen auf unsere Tagesstrategie Pro. Dann kann man es am besten sehen und sehen auch hier Gold nach wie vor seitwärts. Und das ist der Chart, den ich eigentlich haben wollte. Ethereum. Heute, meine Damen und Herren, ein großer Player der neuen Welt der Krypto geht heute am Markt in Amerika. Coinbase mit einer Bewertung von, man munkelt um die 130 bis 150 Milliarden. Ja, und wenn man sich die Zahlen anschaut, die sind extrem gut gewesen in den letzten, weil die verdienen das, da muss man sich mal so vorstellen, als Trader und als Broker. Ich sehe da aus beiden Sichtblick ein halbes Prozent an jeder Transaktion, 0,5%. Das wird Zeit, dass sich da irgendein anderer Player mal dazwischen schiebt. Halb 0,5%, das ist wirklich eine Geldmaschine. Wenn man sich überlegt, zwischen Bit- und Ask-Preis, bei 60.000 ein Bitcoin, was da los ist. Also, und es ist nicht der größte Player, das muss man sagen. Es gibt einige noch Bitcoin-Börsen. Und wer uns ja verfolgt hat und länger uns schon und die alten Clubmitglieder, wir waren ja vor 3 Jahren mit GBI dabei, eine Bitcoin-Börse zu gründen mit einer europäischen Bankenlizenz. Ja, hätte, wenn und aber. Es ist dran gescheitert an der nicht K-Frage, sondern an der Sicherheitsfrage, weil wir alle nicht aus diesem Bereich so richtig gekommen sind. Aber hätte, wenn und aber, das ist wie ein verlorener Trade. Ich habe vorgestern gerade mit Ben darüber gesprochen. Also Ethereum geht durch die Decke und jetzt gucken wir mal, was Bitcoin macht, meine Damen und Herren. Bitcoin. Und wir sehen es, 64.355. Bitcoin bei 64.355. Also wir marschieren auf die 100.000 der Marke. Vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren unvorstellbar für den einen oder anderen gewesen, aber wir sehen es. Das ist schon verrückt. Okay,
15.272 der DAX auf den Tagesschart. Und da wird es auch spannend. Und jetzt gestern mit den Lockdowns, mit den Themen haben die Technologiebörsen wieder zugelegt. Und das heißt, wir gucken mal auf die Tech-Börsen. Wo haben wir sie? Da, die OST Tech, die Technologiebörsen sind gestern nach oben gelaufen und neue All-Time-Highs gemacht. Die haben wieder angezogen. Das bedeutet, wir gucken mal auf den S&P 500. Ziehen wir mal rein. Und der ist auch auf All-Time-High. Also, es fließt Liquidität und Liquidität. Es gibt da keinen Weg zurück. So, Dow Jones sehen wir hier. Da haben wir gestern unentschieden und heute mit einer kleinen roten Kerze. Also ich bin gespannt. Und dann gehen wir einmal auf den Indikator, den wir ab und zu mal wieder nutzen. Und zwar bei einem der europäischen Blickplayer, was das allgemeine Brokerage betrifft. Ja, und da gehen wir mal rein in die handelbaren Märkte und gehen mal rein. So, das ist unverändert. Ich bin jetzt bei der Mitbewerber DAX. 76% der IG-Kunden sind short in diesem Markt. Autsch. Autsch. Ja, alles, was über 65% ist, sagt man, sollte man gegen einen Privatretailer traden. Das ist natürlich eine Strategie, die nicht immer funktioniert. Auch da liegt der Retailer natürlich auch mal vorne. Aber wer uns auch hier länger verfolgt, ja, 76%, es ist schon zornig. Und wenn so eine Zahl bei über 80 ist, dann kannst du eigentlich genau gegen den Privattrader einsteigen. Ja, also der Markt ist laut dieser Prognose long, kann kurzfristig natürlich short sein. Uns ist das völlig egal, denn wir konzentrieren uns auf unsere Boxen. Und die erste Falle ist platziert oben bei der Big Number. Die nächste, und das interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen Clubmitglied, bei den Vola-Boxen. Wo kommt die Vola-Box heute rein? Und da blicken wir direkt mal rein. Sie kommt bei 15.277 rein. Das heißt, genau dort, wo der Markt mehr oder weniger jetzt ist. Ich mache jetzt mal so eine Fake-Vola-Box. Also so in diesem Bereich kommt die Vola-Box rein. Für alle, die jetzt später reingekommen sind. So, um 8:50 Uhr kommt Christoph wieder ins Spiel, macht seine Marktanalyse und dann fangen wir heute wieder an mit Doppelboxen. Ja, am Vormittag. Ich freue mich schon sehr und melde mich dann gleich nochmal. Und der Markt eröffnet. Erster Trade schon ausgeführt. Ich Erste bin auch short Box. ausgeführt, nur fürs Videotagebuch. Wir sind in der Vola-Box drin. Short. Einmal fürs Protokoll. 15.263 Short. Und angepasstes Ziel muss ich anmachen. So, für den ersten Trade und dann übergebe ich kurz Christoph wieder für seine Doppelbox. So, raus im Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Also, Vola-Box im ersten Trade und alle, die einen Hedge-Auflösungstrade gemacht haben, sind auch sauber rausgekommen. Also, 5.263, das war heute der erste Trade. Ich ziehe hier nochmal unsere Order History rein. Dann sieht man das auch hier nochmal mit dem grünen Strich. Sehr schön, da sind wir short gegangen, da sind wir raus und wir gehen jetzt dann wieder rein in die Vola-Box. Verabschiede mich bei den YouTubern und wünsche gute Trades und dann bis morgen.